Arr, we are Pokémon Pirates. Willkommen zurück zu Let's Play XP Pokémon Feuergrün, die Vollversion für den RPG Maker XP. Deswegen heißt das ja auch Let's Play XP. So, wir sind eben aus der Fabrik geflüchtet. Hier in unserem Spiel, für das wir keinen Emulator benötigen. Aber es liest ja auch keiner die Videobeschreibung. Zumindest niemand, der dieses Spiel spielen möchte. Und dumm fragt. So, wir müssen jetzt nach Schießmichtfurt. Keine Ahnung, dieser Ort kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Und hier benötigen wir den... Wir finden ein Item. Ein Sonderbonbon, herrlich. Uns fehlt noch immer das Zerr des Zerrschneiders, deswegen kommen wir rechts noch nicht weiter. Also surfen wir nach unten und schauen, was es dort so Schönes gibt. Die Route 6 zum Beispiel. Und Gegner, wundervolle Gegner. Halb Tentacher, halb Kleinstein, herrlich. Schattenstoß. Das hat sehr gut funktioniert, aber zumindest funktioniert seine normale Attacke an unserem Geist-Pokémon nicht. Sehr gut. Oh yeah, Level up, Level 23. Wie steht es denn eigentlich um unsere anderen Pokémon? Zwirlich Level 23, Shilock Level 26, Smetbo Level 17, werde ich nicht so großartig trainieren. Schneepika geht es nicht gut, Glutexo noch sehr viel weniger und Georock ist so gut wie tot. Und aus alter Erfahrung sollten wir es nicht über Wasser einsetzen, denn sonst geht es unter. Wird es wahrscheinlich nicht, aber in einem Trainerkampf ist das passiert. Und was ich unbedingt machen wollte, was ich in der letzten Aufnahmesession vergaß, der Pokédex. Sehen wir uns doch mal die Pokémon an, die wir schon eingefangen haben. Einige Einträge habe ich schon gezeigt, auch in den Trainingsvideos. Doch der Vollständigkeit halber, weil diese Videos auch nicht kommentiert waren und eher nervig als in irgendeiner Form unterhaltend. Hier noch einmal alle Pokémon. Ein kleines Pokémon, unser Glumanda, welches gerne mit Feuerzeugen spielt. Irgendwann hat es mal seinen eigenen Schwanz entzündet. Oder die Rute. Oder beides. Glutexo, das Ergebnis eines Experiments überbezahlter Wissenschaftler. Man hat versucht, einen T-Rex mit einem Flammenwerfer zu kombinieren. Und das hat vortrefflich funktioniert. Dann haben wir noch Shigi. Im Jahr sterben rund 200 Shigis, weil der Trainer die Entwicklung verhindert und der Körper für den Panzer zu groß wird. Dafür bleibt es schön niedlich und blutig. Shilock wird oft als Helferlein der Feuerwehr eingesetzt. Nicht weil es Wasser spucken kann, sondern weil es gebraten einfach besser schmeckt. Also niedlich und blutig. Zubat haben wir noch nicht gefangen. Golbat das gleiche. Radfratz ebenso. Möchte ich auch nicht haben. Genau das gleiche gilt für Radikal. Visor, Visenior, Merrill, Raupi, Safcon, Smetbo haben wir. Smetbo kann seine Fühler als Antennen benutzen und damit illegal Radiosender abfangen. Die GEZ hat eine Belohnung auf dieses Pokémon ausgesetzt. Die GEZ bekommt einen Scheißdreck. So, Taubsee ebenfalls nicht, Tauboga, Tauboss, aber wir haben Kleinstein gefangen. Kleinstein legt sich gerne auf Wege, um dann unter Röcke vorbeilaufender Trainerin zu gucken. Oft wird es von Professoren mit Webcams ausgerüstet. Eine vortreffliche Idee. Und da sehen wir auch schon die Arme von Kleinstein, die an dem Tentacher hängen. Dann haben wir noch Georock. Viele Wissenschaftler vermuten, dass dieses Pokémon ein steinerner Mutant von Rainer Kallmund ist. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Dann haben wir noch Schneepika. Ah, ich kann so durchschalten. Kann ich doch. Ja, ich kann so durchschalten, aber... möchte auch noch zeigen, welche wir noch nicht gefangen haben oder... uns halt auch nicht entwickeln können. Geowatz können wir uns nicht entwickeln, verdammt. Naja, wie auch immer. Schneepika. Pikachu hat seinen Schneemann einst so lange böse angeguckt, bis dieser vor Angst lebendig wurde. Und das funktionierte vortrefflich. Dieses Geister-Pokémon hätten wir uns auch fangen können. Ein... Dings. Bums. Ein Wischlappen. Keine Ahnung. Aber wir haben ein Zwirrlicht. Das Licht in den Augenhöhlen eines Zwirrlichts sind die Seelen von Pac-Mans, die dieser Geist gefressen hat. Oh, du Ungetüm! Fleckmon haben wir nicht gefangen und... Tja, da fängt es auch schon wieder von vorne an. Das hiesige Arsenal an Pokémon ist leider sehr begrenzt. Nun ja, es ist ja auch kein Pokémon-Hack.
wie noch immer von einem Teil der Zuschauer vermutet wird, sondern ein RPG-Maker-Spiel. Es ist der Nachbau von Pokémon. So, Nachtnebel. Ha! Voll daneben. Auch keine Wirkung. Er ist ein Geist. Und das stimmt, das war ja einer der Bugs. Keine Wirkung, aber es hat doch eine Wirkung. Ficken. Das kannst du mit deinem Geist nicht machen. Er würde dir das Gruseln lehren. Wenn du nicht tot wärst. Oder K.O. Würde ich es immer noch trainieren. Level 23, die HP sehen gut aus. Wir sind hier nicht bei der Nuzlocke Challenge. Es kann ruhig sterben, obwohl als Geist. Ist es schon tot? Es ist vielmehr... Nein. Kritisch nicht effektiv. Leider ist es vergiftet. Ah, verdammt. Ja. Richtige Geister sind das ja nicht, aber sie besitzen geisterhafte Effekte. Gegengifte haben wir sicherlich, ja. Gut, und wir werden unser Zwirrlicht auch direkt heilen. Das gleiche für Glutexe und Georock. Und Schneepika bekommt... Ach komm. Schneepika hat besonders gute Arbeit in letzter Zeit geleistet. Was man auch besonders gut an dem Level sieht. Also, warum nicht heilen? Vielleicht sollte ich erstmal von der Fabrik fernbleiben. Ach, von dort kommen wir. Das ist ja interessant. Das war ja auch völlig absehbar und offensichtlich. Wie konnte ich nur, ich Narr? Ach, nicht schon wieder vergiften. Wie ist es jetzt für... Ach so, ja, nein, also... mach's doch bitte fertig, ja? Ach, komm. Ich hätte niemals runtersurfen dürfen. Ach, komm. Am Ende ist mein Geist tot. So, jetzt würde ich Level erhält. Erfahrungspunkte. So, ich habe jetzt die Schnauze voll. Wir wechseln auf Schneepika. Bitte einmal Donnerschock zum Mitnehmen. Mit extra Mayonnaise. Und dann setzen wir ein den Schutz. Der hält für 100 Schritte. Oder 100 Knoten. Nein, Moment. Knoten ist eine Geschwindigkeit. Also sie ist schon hier nach oben geflüchtet. Ja. Das ist ganz deutlich zu sehen. Achtung, mutierte Pokémon. Absolut korrekt. So, dann geben wir dem Herrn mal das, wonach er verlangt. Und hast du die Pläne? Nee, aber ich konnte einen Meisterball finden. Ein Meisterball? Ah, noch besser. Einen solchen Ball konnte ich noch nie herstellen. Den haben wir jetzt aber... trotzdem. Ich habe den Meisterball ausgiebig studiert und ich denke, ich kann sie nun herstellen. Wenn du Lust hast, kannst du meinen Prototyp mir mal ausprobieren. Hey, supi. Wenn du neue haben willst, kostet dich das aber... 1 Million... Pokémon-Währungseinheiten. Maike erhält Meisterball. Na klar, es dürfte in diesem Spiel kein Problem sein, an so viel Geld zu kommen. Haha, doch. Nun gut, dann haben wir unseren Meisterball zurück und können uns jederzeit für eine 1 Million Pokémon-Währungseinheiten einen neuen kaufen. Wer es nicht weiß, Meisterbälle fangen jedes Pokémon auf Anhieb, egal wie stark es ist. Legendäre Pokémon würden uns also sofort gehören. Tja, jetzt frage ich mich nur, wohin geht es? Wohin wollen wir? Was will das Schicksal von uns? Von woher kommen wir? Wohin wollen wir? Schwierige Fragen des Lebens. Heilen. Heilen. Zweimal bitte. Schon wieder so eine mit magischen Kräften dein komplettes Heilungsgerät ersetzt. Ich gehe einmal auf Kaufen. Ja, doch. Kaufen. Pokéball. Ich kann bei ihm tatsächlich Pokébälle kaufen. Das ist ja super. Und weil das so super ist, kaufen wir mal Superbälle. 5 Stück sollten reichen. So.
extrem geil. Moment, habe ich vorhin nicht irgendwas von Tränke gelesen? Heilen, dann Tränke. Ah ja. Seltsam gemacht. Wie auch immer. Tränke, 5 Stück, Supertränke, auf 5 Stück, Hypertränke, 2 Stück. Beleber, wir sollten noch einige haben. Können wir aber auch nachprüfen. Beleber, 4 Stück. Ja, die sollte auf jeden Fall reichen. Superschuss haben wir auch, habe ich gerade gesehen. Also, da wir hier nicht hin müssen und wir noch immer nicht die VMZ-Schneider haben, gehen wir noch nicht weiter. Wir schauen trotzdem auf die andere Seite, vielleicht haben wir irgendwas getriggert. Was war das? Nein, es war nur ein Stein. Sah seltsam aus. Ominös. Oh. Bring's mal eben um. Aurora-Strahl. Nicht effektiv. Das ist mir scheißegal. Schneepieker. Erreicht ein neues Level. Verdammt. Mein Pokémon könnte diesen Punkt vielleicht zerschneiden. Ja. Da. Ah. Gut. Da wir sonst nirgendwo hin können. Oh, was ist denn heute los? Hin können? Gehen wir den Weg durch die Höhle zurück. Ach, was ist denn heute hier los auf dieser Wiese? Ja, ich wollte mir ursprünglich eins dieser Mutanten-Pokémon fangen, aber ich habe keine Lust darauf. Kein Pokémon? Danke. Nun gut, also durch die Höhle zurück und schauen, was uns das Schicksal bereithält. Jetzt nur noch hier, nein, halt, hier hoch. Oder auch hier hoch. Besser mal speichern, bevor wir diesen langen Weg auf uns nehmen. Und auf geht es. Ich setze mal an die Spitze Glutexo. Ist das eine gute Idee? Nein. Schlock. Wir setzen Schlock an die Spitze. Den ganzen Weg zurück, doof. Was? Mutanten! Ach ja, die Mutanten sind schon vorher erschienen. Ja, gut. Die Höhle war ja nicht allzu lang. Ja, noch ein Z3, kein Problem. Einmal gesurft, einmal einen Shake in die Hand genommen. Schön auf eine Liege gelegt. An den Strand. Gesurft. Ach, bin ich witzig. Ich wüsste nicht, wo wir jetzt sonst noch hin könnten. Wasser-Pokémon im Wasser finde ich jetzt nicht so toll, aber wir verwenden den. Habe ich jetzt den Schutz verwendet? Hey, Mikey. Ja, den habe ich auch benutzt, ne? Ja. Wir haben jetzt noch einen Schutz. Und surfen irgendwo hin. Ich hoffe, das ist sinnvoll. So, dann sind wir wieder in Steingitunter. Mal wieder, und ich glaube nicht, dass wir hier wirklich richtig sind. Karte. Also wir müssten eigentlich nach Fetial City, aber das können wir nicht. Wir können auch nicht in die Industriezone. Da weigert sich Maike. Oder vielleicht möchte sie jetzt auch wieder hin. Da sie ja den Meisterball abgegeben hat. Mal F12 drücken. Bling. Wir haben ja hier zuletzt gespeichert. Wir schauen einfach nach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir den gesamten Weg zurückgehen müssen. Das wäre blödes Spieledesign. So. Also, nochmal den Schutz einsetzen. Und den ganzen Weg nach unten gesurft. Wieso muss ich immer surfen? Verdammt! Und schon stecke ich fest.
Industriezone will sie nicht. Stein geht unter. Einzige Option. Na, du blöder Cursor. Fetial City. Macht sie nicht. Will sie nicht. Geht nicht. Das Zerr von Zerr Schneider fehlt. Misty Kaki!